Ja, ganz herzlichen Dank an den Veranstalter hier für die Einladung. Eine große Freude, heute wieder in Nordrhein-Westfalen zu Ihnen sprechen zu dürfen bei einem so gewichtigen Anlass, wie es die Wahl des EU-Parlaments ist. Wir werden ja oft gefragt, meine Damen und Herren, warum wollt ihr ins EU-Parlament, wenn ihr Einwände gegen die EU habt? Nun, die Antwort ist bereits mit der Frage gegeben. Die EU ging aus einer nützlichen Wirtschaftsgemeinschaft von 6 autonomen Staaten hervor, Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten aber zu einem vielstaatigen politischen Monstrum entwickelt, das jedes seiner Mitglieder ständig weitergehenden Bestimmungen unterwirft, was die Autonomie der mittlerweile 26 Mitgliedstaaten immer weiter aushöhlt. Diese Entwicklung können wir als Mitglied nur innerhalb dieses politischen Gebildes bekämpfen. Es gibt nur zwei Wege, die vollständige nationale Entrechtung Deutschlands abzuwenden. Entweder die EU von innen zu reformieren, solange man Mitglied ist, oder auszutreten. Die AfD kämpft um die Reform der EU, um Deutschlands nationale Interessen zu wahren und wiederherzustellen. Und dafür, liebe Freunde, muss die Truppe um Jörg Meuthen, muss die AfD in maximaler Stärke ins EU-Parlament einziehen. Wir erleben nämlich gerade am Beispiel Englands, dass die EU auch ein Gefängnis ist. Ein Gefängnis, das seine Nettozahler nicht unbeschädigt ziehen lassen will. Wirtschaftliche Zusammenarbeit muss frei sein zwischen den Nationen, frei von sachfremd angehängten politischen Erpressungsregularien. Diese Möchtegern-Supernation EU, fälschlich Europa genannt, will ein durch nichts gerechtfertigtes Junktim zwischen wirtschaftlich-finanziellen Abmachungen einerseits und politischen andererseits erzwingen, dass man Demokratie theoretisch wirklich nur als sittenwidrig bezeichnen kann. Deutschland verdankt dieser EU weder seinen Wohlstand noch etwa Frieden in Europa. Beide Behauptungen sind Lügen. Wir zahlen und haften und sind solidarisch, ohne Solidarität von anderen zu enthalten. Aber Bedingungen, die früher jeder Staat selber optimal für sich aushandeln konnte, sollen jetzt gebunden sein an die politische Gewalt eines nationalrechtlich und völkerrechtlich gar nicht existierenden Superstaats EU und das zum Nachteil derjenigen Mitgliedstaaten, die seit je vernünftig und selbstverantwortlich gewirtschaftet haben. Solch eine EU, meine Damen und Herren, solch eine EU ist nicht im Interesse Deutschlands. Die Kritik an der EU ist ja nur eine Reaktion auf die Aufblähung der Ansprüche der EU. Brüssel ist keine Demokratie, es ist ein gefährliches Möchtegern-Regime. Demokratien sind die Nationalstaaten und wer sie bewahren möchte, ist kein Nationalist. Vertretung nationalstaatlicher Interessen ist kein Nationalismus, wie die Altparteien nicht müde werden, uns einreden zu wollen. Erzählen Sie mal einem Franzosen, dass er keine Nation mehr hätte. Dann wird die Gelbweste aber blutrot vor Zorn. Nein, meine Damen und Herren, es ist ganz klar, Herr Macron nie ohne grande Nation. Deutschland hingegen, so scheint es immer wieder, muss den aufrechten Gang erst wieder lernen, den Gang normaler Menschen und Völker. Dieses Altparteien-Brüssel hingegen, das wird ein ewiges Versailles, das wollen wir hier in Deutschland nicht haben. Denn diese Gemeinschaft, das sollte wie ein Haus sein, wo jeder seine Wohnung hat und man vernünftig zusammenlebt. Es ist aber eher eine wilde WG, wo jeder sich am Kühlschrank bedient und niemand Lust hat, den Müll rauszubringen, meine Damen und Herren. Diese EU ist nicht Europa. Die EU ist ein Haufen schlecht ausgehandelter und zudem gebrochener Verträge. Sie ist ein Moloch, der zusammenbricht, wenn er die Nationalstaaten vernichtet hat, finanziell ausgesogen hat. Denn die Nationalstaaten, sie sind es, die diese EU bezahlen und werden dafür von ihr verteufelt. Herr Macron will die EU retten und meint Frankreich. Herr Macron beschwört die Seele Europas, weil er einfach bankrott ist. Herr Macron, so hören wir, strecke uns
die Hand aus. Meine Damen und Herren, schauen wir genauer hin. Er hält die Hand nicht hin, er hält sie auf. Wie ist es denn nun, das Verhältnis Deutschland zu Frankreich, dieser tollen Achse der EU? Schauen wir mal auf die Industriepolitik. Frankreichs ungebremster Ego-Kurs trifft da auf eine Bundesregierung, für die die Vertretung eigener Interessen geradezu verpönt ist. Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen, sie sind gepflastert mit abgewickelten deutschen Unternehmen. Höchst war das weltgrößte Chemieunternehmen an die Franzosen verscherbelt, zerschlagen. Saba und Nordmende in Bremen, das waren die, deren Fernseher früher in vielen deutschen Wohnzimmern standen, bald nach der Übernahme platt gemacht. Dieser Tage, Sie wissen es, wurde die Übernahme der Siemens-Bahnsparte durch die französische Alstom diskutiert. Was gefiel den Franzosen an der Idee? Firmensitz in Frankreich, Forschungssitz Frankreich, Hauptbörsenlisting Frankreich, merken Sie was? Einem Vorschlag Macrons für ein Eurozonen-Budget folgend, erhält 25 Milliarden für einen guten Ausgangspunkt, wollen Deutschland und Frankreich ein Budget, das schwächeren Mitgliedern es ermöglicht, zu den stärkeren aufzuschließen. Mit anderen Worten, Mitglieder sollen da regelmäßig einzahlen, aber was für ein Hohn ist das? Es ist das Eingeständnis der Notwendigkeit einer Dauersubvention, wenn die EU nicht schon morgen zusammenbrechen soll. Ein neuer Topf gleich ganz ohne Boden und Macron will seine innerstaatlichen Probleme, etwa bei dem ausufernden Sektor der Sozialleistungen, die er seinen aggressiven Gewerkschaften zugestehen muss, einfach vergemeinschaften, das heißt von anderen bezahlen lassen. Aber eine Vergemeinschaftung seines UNO-Sitzes, etwa mit seiner Superfreundin Angela? Er doch nicht. Fehlanzeige. Null. La France. Und die Schwierigkeiten, die er in Frankreich mit Kritik und Protesten hat, will er natürlich durch EU-Zensurbehörden lösen lassen. Bei uns hat da der liebe Heiko schon vorgearbeitet. Das streng verfassungswidrige Maastrichtsche Zensurgesetz ist nach wie vor in Kraft im Orwell-Deutschland 2019. Auch hier fordern wir eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit, meine Damen und Herren. Macrons Grundmodus ist ja der Superlativ. Dieser Mann ist sozusagen, wo er steht und geht, permanent vom Mantel der Geschichte umweht. Nur leider hat er ständig Träume von Größe, die nicht recht zu seiner eigenen ökonomischen Potenz passen wollen. Das Bezahlen soll dann Deutschland regeln. Er will das zentralistische System Frankreichs auf die EU übertragen. Er hat kürzlich dargelegt, er will für alles und jedes eine zentralisierte Brüsseler Regelungsbehörde schaffen. Das ist leichter zu dominieren als 26 Mitglieder. Gerade Europa lebt aber eben doch auch von seiner auch kulturellen Binnendifferenzierung. Und er will sogar, man höre und staune, auch noch einen militärischen Sicherheitsrat schaffen für gemeinsame Entscheidungen. Ich nehme doch an, dass dann deutsche Kanzler über die französischen Nuklearwaffen entscheiden, ja? Alles andere wäre doch wohl Nationalismus. Nein, meine Damen und Herren, all diese Vorschläge von Herrn Macron, es sind eigentlich die klassischen Symptome von jemandem, der glaubt, Napoleon zu sein oder wahlweise auch Ludwig XIV. Wir empfehlen ihm mal Erholungsurlaub, vielleicht auf Elba oder besser gleich St. Helena. In wirklich erschreckend demagogischer Weise arbeiten die EU-Fanatiker mit falschen Mythen. Etwa der Mythos, Manfred Weber führt das dauernd im Mund, europäische Grundwerte. Nur in Europa können sie gewahrt werden. Sie können gar keine anderen sein als die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir sie im Nationalstaat Deutschland haben. Oder der Zusammenschluss weniger starker und vieler schwacher Staaten führt eben nicht zu der behaupteten Stärkung des Ganzen, sondern zu seiner Schwächung, zu einem Niedergang der Wirtschaftskraft dieser immer größeren Zwangsgemeinschaft. Denn die Politik der zwangsweise wirtschaftlich-finanziellen Egalisierung mittels Dauersubventionierung in einer bestimmten Richtung verursacht eine Negativbilanz, die Dauermedikation der Kranken durch die Gesunden
bringt am Ende alle um. Die Krankheit der EU ist das System dieser EU selbst. Das muss an Haupt und Gliedern reformiert werden. Wir bejahen ein Europa souveräner Staaten mit einem gemeinsamen Binnenmarkt. Wir sind aber gegen die Abtretung von Rechts- und Finanzsouveränität an diese EU. Europa hängt nicht an einem falsch konstruierten Euro, der nur Unfrieden schafft und sogar in de facto Diebstahl ausartet. Dieser Euro spaltet Europa. Schluss deshalb mit den Rettungspaketen, wo in den Strohfeuern aus Brüssel deutsches Steuergeld verbrannt wird. Wir brauchen eine Einhaltung des finanziellen Beistandsverbots sowie des EZB-Staatsfinanzierungsverbots. Die Beendigung des EZB-Ankaufs von wertlosen Schrottpapieren der Pleitestaaten. Schluss mit dem Gelddrucken. Die Korrektur des Einlagensicherungsfonds brauchen wir der europäischen Banken. Die Wiedereinführung nationaler Währungen oder Schaffung kleiner Währungsverbünde mit der Möglichkeit heilsamer Abwertung für die Südwährungen. Die Kosten der Rettungspolitik dürfen nicht vom Steuerzahler getragen werden. Banken, Hedgefonds, private Großanleger, die müssen als Nutznießer dafür gerade stehen. Inflation und Niedrigzinspolitik, mit der Herr Schäuble seinerzeit seine schwarze Null realisierte, sie dürfen nicht die Ersparnisse der Bürger aufzehren. Schluss deshalb mit dieser Veruntreuung der von der Bevölkerung hier erarbeiteten deutschen Steuergelder. Gute Freunde, auch in Europa, haben getrennte Kassen. Eine Wirtschaftsunion? Ja. Aber bitte keine Währungsunion, schon gar keine Transfer- und Haftungsunion und vor allem keine politische Union, keine Zwangsjacke. Warum trinkt denn der Juncker seinen Rotwein? Er kann gar nicht glauben, wie sehr er das dumme Deutschland über den Tisch ziehen kann und ist besoffen vor Glück, meine Damen und Herren. Ebenso, was es nicht geben kann, mehr als Entscheidungen von Ungleichen. Stimmgewicht Deutschland versus Malta. Sie sind Unrecht. Schluss auch mit der Sparerenteignung durch Draghis EZB-Niedrigzinspolitik, mit dem Verzicht auf Sanktionen gegen Defizitsünder, mit dem Aufbau einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Was heißt denn das de facto? Deutsche arbeiten und finanzieren so eigentlich nicht wettbewerbsfähige französische Sozialstandards. Schluss insgesamt mit dieser Banken-, Haftungs- und Sozialunion. Meine Damen und Herren, dieser Euro ist Raub und will und soll in dieser EU auch nichts anderes sein. Dieser Euro ist Raub, diese EU ist Entrechtung. Kämpfen wir dagegen! Schauen wir an den Himmel Richtung Brüssel vielleicht. Wir sehen seit neuestem das Bild eines schwarzen Lochs. Sein Wesen ist die Verschlingung von Materie. Seine Wirkung ist immer noch mehr Geld verschlingen zu wollen, Materie. Solange es etwas zu verschlingen gibt, wächst und blüht und gedeiht dieses schwarze Loch. Die EU ist am Ende, wenn die Mahlzeit aus ist, die Nationalstaaten ausgebeutet sind, die Egalisierung zur wirtschaftlichen Bedeutungslosigkeit geführt hat. Wir dürfen uns von diesem Moloch nicht verschlucken lassen. Wir müssen ihn dringend reformieren, meine Damen und Herren. Denn es ist eine Unwahrheit. Frieden in Europa hätte man irgendwelchen EU-Verträgen zu verdanken. Auch diesen sogenannten europäischen Geist, den die Feinde der Nationalstaaten so gern beweihräuchern, den gibt es so in Wahrheit nicht. Das Interesse an diesem lebensunfähigen Konstrukt EU würde sofort erlöschen, wenn Deutschland nicht dabei wäre und wie eine Weihnachtsgans finanziell ausgenommen werden könnte. Es geht in dieser EU ausschließlich um Egoismen und Eigeninteressen anderer Länder, allen voran natürlich der Schuldner und Nettoempfänger. Und die EU, nochmal, sie ist nicht Europa. Europa ist ein Kontinent von gewachsenen, differenzierten Kulturnationen, was es zu erhalten gilt. Was Brüssel aber will, ist EU-Total, EU-Stadtdeutschland. Nur noch ein Finanzminister für den ganzen Euroraum, ein gemeinsames Finanzbudget, andere Staaten sollen sich prinzipiell auch am deutschen Geld bedienen dürfen, gemeinsame Einlagensicherung mit den EU-Bankrotteuren. Letztlich die vollständige Entrechtung und Entmündigung der Nationalstaaten, wieder vor allem des größten Nettozahlers Deutschlands. Deshalb bitte verhindern wir in letzter Minute die planvolle Ausbeutung der Deutschen, schicken wir eine starke Fraktion ins Parlament und verhindern wir die faktische Auflösung der noch verbliebenen Autonomie unseres Landes.
Die ganze Lage wird nämlich permanent gegenüber der Bevölkerung bewusst verschleiert. Man manipuliert Meinungen durch Sprachmissbrauch. Wir müssen da viel sprachliches Falschgeld aus dem Verkehr ziehen. Sie hören ständig, für dringende Maßnahmen müsse Brüssel Geld in die Hand nehmen. Nun, Sie können sicher sein, dass diese Hand, die Geld in die Hand nimmt, vorher in Ihrer Tasche war. Oder wir müssten europäische Solidarität üben, Verantwortung übernehmen. Gemeint ist Fremdbestimmung, Sparerenteignung, Schuldenvergemeinschaftung. Oder wir hören, Deutschland ist stark, das reiche Deutschland. Eine Schlafpille zur Ausbeutung Deutschlands. Die Wahrheit, Deutschland selbst, Milliarden, wenn nicht Billionen schwer überschuldet, haftet für Bankrotteure, jederzeit fällig, finanziert Schuldner, aber treibt seine eigenen Sparer in die Altersarmut. Der boomende Konsum, eine Scheinblüte. Die Leute überkaufen sich, weil sie nichts anlegen können, aber die Mehrwertsteuer sprudelt dann. Wenn das dann heißt, Deutschland ist stark, dann ist das an Zynismus nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Bei der Euro-Rettung hat die EZB 3 Jahre lang täglich 2 Milliarden Euro gedruckt und in Anleihen maroder Staaten gescheckt, sodass bislang Schrottanleihen von über 2.000 Milliarden Euro aufgelaufen sind. Wer haftet da nochmal? Ach ja, Deutschland. Gut für den Profit des Finanzsektors, aber die Steuerzahler blechen, um die Banken am Ende schadlos zu halten. Diese Nullzinspolitik, sie erfolgt auf Kosten der Sparer, kein Zinsausgleich für Inflationsverluste, geschweige denn Altersversorge, aber zugunsten der Südeuropa-Banken, die ihre faulen Kredite zu 0% refinanziert bekommen. Europapolitik der AfD, meine Damen und Herren, heißt auch, hier fordern wir eine totale Kehrtwende ein. Dann wird uns aber gesagt, ja, das mag ja alles noch schwierig sein, aber man kann halt eine Währungsunion nicht ohne eine politische Union haben. Hätten wir nur eine gemeinsame Regierung, gemeinsame Steuern, gemeinsame Armee, der Euro wäre eine einzige Erfolgsgeschichte. Das heißt also, wenn man merkt, dass man in die falsche Richtung fährt, Tempo verdoppeln. Diesen Europabesoffenen muss man mal die Flasche wegnehmen und endlich wieder den verschwommenen Blick fürs Machbare richten. Denn bei einem Brexit soll Deutschland laut Vorschlag der EU-Kommission bis zu jährlich 14 oder 15 Milliarden Euro zusätzlich zahlen. Erhöhung von 30 auf 45 Milliarden. Juncker will eine europäische Arbeitslosenversicherung. Laut IWF soll man ein Drittel Prozent der Wirtschaftsleistung zahlen. Das wären für Deutschland weitere 11,5 Milliarden pro Jahr. Und wegen des anstehenden, unvermeidbaren, Herr Beck hat es schon gesagt, Währungscrashs, soll schnell noch vorher die politische Einigung festgezurrt werden, damit keiner mehr aussteigt, wenn der Absturz beginnt. Wenn dann alle gemeinsam fallen, fallen ja alle gleich schnell im freien Fall und merken gar nichts. Einer meint, ich fühle mich so leicht. Ein anderer meint, ich habe fast das Gefühl zu schweben. Juncker verteilt Küsschen ohne Ende. Ein fröhlicher Euro-EU-Hörnsturz wird das. Das wollen wir nicht. Dieses sich gegenseitig nur noch befeuern, wir sind doch alle zusammen in der EU und ist doch alles prima, denn es gibt auch noch Handelszonen, die außerhalb der EU leben und die werden unsere Schuldverschreibungen, die wir gegenseitig hier in den Targetsalden hin und her schreiben, bald nicht mehr anerkennen, dann bricht das zusammen. Vorher muss Deutschland reinen Tisch machen und seine Interessen ins Trockene bringen, meine Damen und Herren. Diese EU, sie schmückt sich mit dem Namen Europa, sie hat aber ihn nur gestohlen. Sie ist das Gegenteil, Zerstörung der Vielfalt Europas. Sie krankt an einem fundamentalen Demokratiedefizit. Maximale Fremdbestimmtheit schafft keine politische Handlungseinheit. Wirtschaftliche Einheit nur durch Ausbeutung der wenigen Starken, politische Einheit nur durch Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips, was immer weiter vorangetrieben werden soll. Der EU-Geist ist nicht ein europäischer Geist, sondern sein Gegenteil, wirtschaftliche, finanzielle, kulturelle Einebnung. Und das Europäische Parlament ist
so wie es zustande kommt, eigentlich kein demokratisches Instrument. Es findet in der öffentlichen Wahrnehmung bisher kaum statt. Das werden wir bald ändern. Die EU-Wahlen folgen meist innenpolitischen Erwägungen innerhalb der beteiligten Länder. Die EU-Kommission gar ist lokal gar nicht greifbar. Eine Kompetenzerweiterung dieses fernen EU-Parlaments bedeutet ein weniger an Demokratie für die Bürger. Demokratische Entscheidungen brauchen einen gemeinsamen Kommunikationsraum, der im Kunstprodukt EU durch unterschiedliche Sprachen, Geschichte, Wirtschaftslage, Mentalität gerade nicht gegeben ist. Vereinheitlichung bedeutet da Nivellierung und Ende der nationalen Vielfalt. Daher bedeutet weniger EU mehr Europa. Eine EU, die zum betreuten Wohnheim für die Völker wird und diese abwickeln will. Die EU soll aber für die europäischen Völker da sein und nicht die Europäer für die EU, meine Damen und Herren. Schauen wir auch schließlich noch auf die andere Katastrophe, die Migration. Bei der EU-Innenministerkonferenz zu Bootsflüchtlingen äußerte Innenstaatssekretär Mayer, es sei unwürdig, bei jedem Schiff über die Aufnahme neu zu diskutieren, besser wäre ein Automatismus. Das heißt, deutsche Dauerrettung als neue Migrationsroute. Man sollte es Schleusung nennen. Deutschland hat schon die meisten Asylbewerber aufgenommen, allein NRW und Berlin, mehr als Italien und Griechenland jeweils insgesamt. Deutschland muss also nicht aus Solidarität mit europäischen Randstaaten etwa noch mehr Asylbewerber übernehmen, was aber ständig geschieht. 70% der Deutschen wollen Mittelmeermigranten zurückschicken. Ja, meine Damen und Herren, dann tun wir es doch auch. Das ist Seenotrettung. Aber was passiert? Was passiert indessen? Das EU-Parlament fordert ein neues humanitäres Visasystem der EU, Sie werden davon bald mehr hören, damit Asylbewerber Europa leichter erreichen können. Schutzsuchende sollen bei einer EU-Botschaft irgendwo in der Welt ein Visum beantragen, um in ihrem gewünschten EU-Mitgliedstaat, welcher könnte das sein, als Asylbehaupter einzureisen. Und das in Brüssel geplante Dublin IV, das ist das Ding mit dieser Ankerperson. Ich kenne da jemanden, mein Onkel ist der Nachbar von dem Automechaniker aus dem Dorf und der ist in Deutschland, also ich auch nach Deutschland. Das ist eine Ankerperson. Dieses Dublin IV, das wäre das endgültige Aus mit seiner Steigerung des strengen Familiennachzugs für jede Integration. Ein Aufbauprogramm für Clanbildung. Statt den Asylanten in sein Dorf zurückzuschicken, kommt dann das ganze Dorf nach Deutschland. Bald sind dann so viele Refugees hier, dass, meine Damen und Herren, die ersten Refugien für Deutsche entstehen müssen. Meine Damen und Herren, auch wer das nicht will, dass es so weitergeht, muss im Mai die AfD wählen. Ziehen wir Bilanz. Merkel hat mit der Grenzöffnung deutsches und europäisches Recht gebrochen. Eine Ausnahmesituation wurde und wird behauptet, aber ein Dauerzustand etabliert. Migrantenströme losgetreten, Deutschland nachhaltig geschädigt, Verbrechen hierzulande und Ertrinkende im Mittelmeer verschuldet. Und von wegen Fluchtursachen bekämpfen, Geld nach Afrika geben, heißt mehr Migration finanzieren. Es gibt bereits jetzt Hunderttausende abgelehnte, aber nicht abgeschobene Migranten. Trotzdem sollen wir jedes Jahr eine knappe 250.000 Menschen hier einwandern lassen. Das ist verantwortungslos. Deutschland hat sich schon jetzt durch die unkontrollierte Masseneinwanderung massiv verändert. Keine Großveranstaltung mehr, ohne Merkel-Poller und aufwendige Sicherheitsmaßnahmen. Ehrenmorde und Messerattacken, sie gehören inzwischen zu Deutschland. Frauen sollen nicht allein joggen oder nachts unterwegs sein. Dieser Staat kapituliert vor den Zuwanderungsproblemen. Er versäumt seine Schutzpflicht gegenüber den Bürgern. Was wir brauchen, ist eine Verabschiedungskultur, meine Damen und Herren. Diese Bilanz zeigt, die Merkel-Regierung ist mit ihren gesammelten Fehlentscheidungen bei Zuwanderung, Euro-Rettung, Energiewende eine der größten Wohlstandsvernichtungsmaschinerien in Deutschland aller Zeiten.
Was manchmal sagt man ja, die EU bringt uns gar nichts in Deutschland. Doch, sie bringt uns einiges. Anstieg der grenzüberschreitenden Kriminalität durch Schengen, Kindergeldzahlungen ins Ausland für nicht existierende Kinder, europäische Dieselgrenzwerte, deutsche Zahlungen in den Europäischen Fonds für Jugendarbeitslosigkeit, die in andere Staaten gehen. Sie sehen schon, eine der entscheidenden Fragen von Regierungspolitik ist doch, wessen Interessen sollen denn eigentlich vertreten werden? Merkel sagte kürzlich, ich muss das zitieren, das Volk sind jeweils die Menschen, die in einem Lande dauerhaft leben und nicht irgendeine Gruppe, die sich als Volk definiert. Meine Damen und Herren, das deutsche Staatsvolk als nur irgendeine Gruppe unter anderen, die sich hier aufhalten, da wird doch ganz klar, in welche Richtung es gehen soll. Sie fühlt sich den Deutschen gar nicht mehr verantwortlich, sondern vielleicht eher ihren Neubürgern. Es geht ja vor allem um die, die sie widerrechtlich zu Hunderttausenden hier reinschafft. Und wir alle müssen wissen, die sollen alle bleiben und dann bald sich ihr Wahlrecht ersitzen, qua Anspruchseinbürgerung. Das Ganze gründet auf einer Ideologie, dass es das eigene, das Selbst eines Volkes eigentlich gar nicht gäbe. Sehr schön auf den Punkt gebracht kürzlich von Herrn Macron in Dänemark. Auch das muss ich zitieren. Der wahre Däne, so sagte dieser Weltweise, existiert nicht. Er ist ein Europäer. Sogar die Sprache ist nicht einfach dänisch. Sie ist europäisch. Ebenso für die Franzosen. Aha, in der Tat fundamentale Erkenntnisse. Wahrscheinlich gibt es ja dann auch kein deutsches oder französisches Geld, Herr Macron, nicht wahr? Sondern nur noch europäisches Geld. Das ist es wohl, was Sie uns eigentlich sagen wollen. Werfen wir doch alles auf den großen europäischen Tisch und verteilen dann neu, nicht wahr? Um Ihren allerwertesten Politikansatz zu retten, Herr Macron, samt der erkauften Ruhe gegen die Proteste in Frankreich, erkauft mit nicht existenten Milliarden. Wir sagen, europäische Wirtschaftskooperation, ja, meine Damen und Herren, aber europäische Wirtschaftskooperation hat nichts zu tun mit Fremdstaatenfinanzierung. Aber dann wird uns jetzt immer gesagt, ja, die großen internationalen Herausforderungen und das mächtige China und Russland und USA, da kann doch nur die EU und so weiter und so weiter. Nun, überhaupt nichts gegen Kooperation beim jeweiligen Sachgegenstand, immer soweit es gerade im Interesse Deutschlands liegt. Natürlich kooperiert man, wo es vorteilhaft ist. Was aber nicht daraus gemacht werden darf, ist eine Fesselung nationaler Entscheidungen grundsätzlich an Mehrheitswünsche des europäischen Auslands. Denn die werden nur zu oft gar nicht unbedingt im deutschen Interesse sein. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Aber, um das nicht überlebensfähige Kunstgebilde EU aufrechtzuerhalten, wird jetzt dieser Tage, während dieses EU-Wahlkampfs, der Begriff Nation zum Feindbegriff erklärt und die eigentlich selbstverständliche Interessenvertretung für die eigene Nation, immerhin laut Amtseid Pflicht des Regierungschefs, zum Verbrechen erklärt eines sogenannten Nationalismus. Nichts anderes wird uns jetzt so um die Ohren geschlagen, wie dieses Geschimpfe auf die Nationalstaaten, obwohl sie die Grundlage jeder Union sind. Und doch wird die Bewahrung dieser vitalen Grundvoraussetzung der Eigenstaatlichkeit zur Munition, ja zum Kampfgeschrei gegen die AfD deformiert. Wir, meine Damen und Herren, in diesem Europawahlkampf an den Ständen, in den Hallen, überall, wir müssen es den Menschen besser erklären und wir werden es besser erklären. Unser Rechtsstaat existiert als deutscher Nationalstaat oder er existiert nicht. Dabei muss es bleiben. Also. Von Rettungsschirm und Tage-2-Salden bis zu den Risiken aus EZB-Anleihekäufen an allen Ecken und Enden geht Merkel gigantische Risiken ein, sogar voraussichtliche Zahlungsausfälle. Mit der Geldschwemme der EZB kann sie eine Weile lang so tun, als bestünden diese absehbaren Zahlungsausfälle nicht. Aber wirtschaftsdirigistische Franzosen, inflationsgewohnte Südeuropäer, Steueroasen, Luxemburg, Irland, die treffen hier auf ein Deutschland, das unter Merkel und Altmaier, Maas und Barley behauptet, durch Missachtung der deutschen Interessen an einem Friedensprojekt zu arbeiten. Da hört sich vieles nach dem Dorftrottel an, der prahlt, wie viele neue Freunde er gewonnen hat, seit er ausgenommen wird. Deutschland, meine Damen und Herren, darf nicht der Dorftrottel Europas sein.
Und der nächste Irrsinn auf dem Weg zum Souveränitätsverlust steht schon bereit. Europäische Armee, europäische Arbeitslosenversicherung, eigene EU-Steuern, Eurozonenhaushalt, ein europäischer Finanzminister. Und für diesen Multilateralismus bekommt Frau Merkel Preise. Kanzlerin nicht nur der Ausländer, sondern Kanzlerin des Auslands. Es kann doch nicht sein, dass wie neulich in Aachen Merkel und Macron nationale Interessen immer wieder als nationalistische Bestrebungen verleumdet werden. Schluss mit diesen Sprachlügen. Deutschland hat, wie alle anderen Nationen, das Recht, Nationalstaat, Vaterland und Heimat zu sein und zu bleiben. Dafür steht die AfD. Ich schließe. Meine Damen und Herren, Merkel meint, Patriotismus sei, immer die Interessen anderer mitzudenken, hat sie neulich gesagt. Deshalb werbe sie für eine Stärkung der multilateralen Weltordnung. Sie behauptet, ich zitiere, dass die Idee der europäischen Integration die beste Idee ist, die wir je auf diesem Kontinent hatten. Nun, diese Frau hat wohl wenig Geschichtsbewusstsein. Was ist eigentlich mit Antibiotika, Elektrizität, Buchdruck, Motoren, Dampfmaschine, Flugzeug, Kühlschrank, Waschmaschine, ja sogar Oropax und Teebeutel sind eine bessere Idee als diese EU, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, liebe Gäste, diese Wahlen in 2019, sie stellen Weichen in Brüssel und in Deutschland im Herbst. Die AfD will die Schäden durch zunehmende Fremdbestimmung abwenden und heilen. Sie wachsen außen durch eine fehlentwickelte EU, innen durch unabsehbare Folgen der Merkel-Politik, bei der Zuwanderung, in der Bildungspolitik, in der Energiewende. Die AfD ist die einzige Alternative zu alledem. Deshalb stärken wir Jörg Meuthen und seine Fraktion, kämpfen wir für ihn, damit er für uns in Europa kämpfen kann. Denn die Alternative für Deutschland, sie ist nicht nur die einzige Alternative zu dieser anderen Politik, sie ist für Deutschland die einzige verbliebene Hoffnung. Kämpfen wir für diese Hoffnung. Applaus